Dann Herr Jung, bitte. Herr Münch, ich habe vorab mal eine kurze Frage. Sind Sie Mitglied im BDK, im Bund Deutscher Kriminalbeamter? Nein. Nun ist der BDK aber eine führende Gewerkschaft, die ein Umdenken in der Drogenpolitik fordert, gerade in Sachen Marihuana, Legalisierung, Entkriminalisierung. Ich komme hier so ein bisschen wie in einer Parallelwelt vor, dass Sie beide immer noch so tun, als ob der Drogenkrieg nicht gescheitert sei und dass ja alles so weitergehen müsse. Wie tauschen Sie sich mit den anderen Kriminalbeamten aus? Sehen Sie da die Haltung, die Sie bevorzugen? Oder ist im BKA, in den LKAs selbst ein Umdenken vonstatten? Und Frau Mordler, wie aussagekräftig ist eigentlich so eine Statistik, wenn die Alkohol- und Tabaktoten nicht aufgelistet werden? Da kann ja keiner irgendwie das irgendwie ins Verhältnis setzen. Also 1.000 Tote gegenüber wie viel Alkoholtoten und Tabaktoten? Natürlich gibt es eine Diskussion auch innerhalb der Polizei. Und es gibt auch eine Meinungsvielfalt. Und meine Meinung begründe ich eher mit der Frage der mittel- und langfristigen Wirkung einer solchen Strategie. Und die kennt noch keiner. Wenn wir jetzt hinschauen, wo wir solche Legalisierungsdebatten haben, dann sind das eher kurzfristige Effekte, die wir bisher erkennen können. Und ich rate dazu, das Ganze doch wirklich ohne ideologische Brille zu beobachten und rege eben an, eben auch auf diese Dinge wirklich zu achten, dass gerade junge Menschen sich sehr stark an den Vorbild Erwachsene orientieren und wir da keine falschen Signale senden sollten. Und Sie haben gerade Alkohol und Zigaretten angesprochen. Und die Erfolge, die wir da erreicht haben, gerade im Bereich Tabak, über Werbung, die man nicht mehr im öffentlichen Raum sieht, das Zurückdenken aus öffentlichen Räumen, führen ja gerade dazu, dass die Zahl der Konsumenten zurückgeht. Und deswegen sage ich ja nur, ich glaube, dass man kalkulieren muss, wenn wir eine solche Droge legalisieren, dass wir die Konsumenten gerade unter jungen Menschen noch eher erhöhen. Und dass das sehr stark gesundheitsgefährdend sein kann, das bestreitet ja keiner. Insofern habe ich da eine klare Haltung, die da ist, in Anbetracht der möglichen Langzeitfolgen, rate ich dazu einer sehr besonderen Diskussion, nicht nur auf die schnellen Effekte zu gucken, ob man da vielleicht bei der Polizei ein paar Arbeitsstunden sparen kann. Ich mache gerne weiter. Die Vorstellung der Drogentodeszahlen im Bereich illegaler Drogen hat hier in diesem Hause Tradition. Ich habe das so vorgefunden und ich habe das gerne weitergeführt. Das eine schließt aber das andere nicht aus. Ich lade Sie sehr gerne ein, Herr Jung, zu der Vorstellung meines Drogen- und Suchtberichtes. Hier werden die Zahlen im Zusammenhang von Alkohol und Tabaktoten sehr wohl kommuniziert. Und wer mich draußen hier und da mal bei Veranstaltungen hört und sieht, der weiß, dass meine Schwerpunkte in der Sensibilisierung der Bevölkerung, in der Sensibilisierung unserer Gesellschaft zu 80% im Bereich der legalen Drogen liegen, weil das wirklich ein umfassendes Feld ist und mir das auch aus persönlichen Gründen sehr am Herzen liegt. Der Konsum von Alkohol, in der Schwangerschaft und insofern ist es mir wichtig, beides zu sehen und beides zu nennen. Das dritte Stichwort, das Sie genannt haben, ist diese Überschrift Krieg gegen Drogen. Ich glaube, wir sollten hier nicht alles in einen Topf werfen. In unserem Land findet kein Krieg statt, Gott sei Dank, und es findet auch kein Krieg gegen Drogen statt. Wenn wir von Krieg gegen Drogen sprechen, dann müssen wir weitergehen in die Geschichte, ob Mexiko, ob andere Länder. Solche Zustände möchte ich in unserem Land, weiß Gott, nicht haben. Und insofern halte ich es auch jetzt und heute für richtig, dass wir mit einem sogenannten generalpräventiven Ansatz im Bereich illegaler Drogen vor allem jungen Menschen zeigen, du tust hier was, was nicht nur illegal ist, sondern du tust hier was, das du nicht immer im Griff hast, auch wenn du es glaubst, sondern das womöglich schon beim ersten Konsum
zu bleibenden Schäden führen kann. Zusatz? Frau Motter, ich hatte nach konkreten Zahlen gefragt, der Alkohol- und Tabaktoten. Können Sie die mir geben? Und Herr Münch, Sie hatten gerade von, man sollte keine Ideologiebrille aufhaben, dann kann man doch hier nicht von Prohibition noch sprechen. Also ich meine, das wollen Sie ja weiterführen, das ist doch das Problem der Drogenpolitik. Und eine andere Sache, Sie hatten gesagt, Sie wünschen sich eine möglichst eine drogenarme Gesellschaft. Heißt das denn auch, dass zum Beispiel die BKA-Feste auf Alkohol verzichten werden? Also es ist im BKA, also erstmal sind Alkohol in Diensträumen verboten. Und es gibt dazu Ausnahmen. Das heißt, wenn es Feste gibt, wie Geburtstage, Jubiläen, dann darf man auch dort eine legale Droge konsumieren. Eine leichte, also ein Sekt oder ein Glas Wein, das ist erlaubt. Ich glaube, es ist wichtig, dass man mit solchen Stoffen auch verantwortlich umgehen lernt. Das ist in unserer Gesellschaft so. Ich rede ja nicht der Prohibition das Wort, sondern ich habe Ihre Frage beantwortet, ob das Verbot von Marihuana aufgehoben werden soll. Ich habe nicht gesagt, man sollte noch mehr verbieten. Und da sage ich es nochmal, wir sollten auf die langfristigen Wirkungen achten, die eine solche Maßnahme hätte. Und deshalb bin ich da äußerst kritisch. Mir geht es nicht darum, Konsumenten zu verfolgen von solchen Drogen, sondern mir geht es darum, Signale zu setzen und nicht dazu am Ende zu verleiten, mehr von solchen Drogen zu konsumieren. Die Antwort auf Ihre Frage, wir haben leider im Bereich Tabak pro Jahr in etwa 110.000 Tote und im Bereich Alkohol 75.000 Tote. Frau Müller. Dann Herr Jung nochmal. Frau Mutter, als wir letztes Mal miteinander gesprochen haben, haben Sie sich noch nicht mit dem Drogenmodell in Portugal befasst? Haben Sie das mittlerweile getan? Und Herr Münch, Sie hatten ja auf andere Modelle, andere Länder hingewiesen. In Portugal wird seit Jahren eine neue Art von Drogenpolitik durchgeführt, die also Prävention statt Repression. Und die Zahl der Süchtigen ist zurückgegangen, sowie die Zahl der Konsumenten. Sehen Sie das nicht als eine fortschrittlichere Drogenpolitik? Und eine zweite Frage an Herrn Münch. Wenn pro Tag in Deutschland 1 bis 4 Tonnen Drogen konsumiert werden, was bringt es dann, ab und zu mal 100 Kilo Marihuana, das und das sicherzustellen? Ich beginne gerne. Herr Jung, ja, ich habe mich mit Portugal beschäftigt, habe mich mit Portugal intensiv beschäftigt und bin zur Erkenntnis gekommen, dass unsere beiden Systeme durchaus ähnlich sind, nur der Weg zum Ziel ist ein anderer. Sie müssen wissen, wenn ich heute in Portugal als Polizei jemanden aufgreife, der Drogen bei sich hat, dann hat er folgende Ansage. Innerhalb von 72 Stunden musst du vor einer Kommission erscheinen, die zusammengesetzt ist aus Juristen, aus Gesundheitsexperten, also die breite Palette abbildet. Und diese Kommission entscheidet dann, was mit dem jungen Menschen weiter passiert. Das ist keine freiwillige Sache, so wie es bei uns in Deutschland der Fall ist. Das ist eine gesetzliche Angelegenheit. Das heißt, es kann keiner ausbüchsen, sondern jeder muss hier mitmachen. Das ist aber nur ein Beispiel. Und ich lade Sie gerne ein, Herr Jung, dass Sie mit mir das Thema noch mal vertiefend diskutieren, damit wir hier am Ende auch oder Sie zu dem Ergebnis kommen, dass unsere Art, Drogenpolitik zu machen, mit Sicherheit mit Portugal standhält. Und warum hat man das in Portugal gemacht? Hier hat man andere Hintergründe gehabt. Hier gab es massive Probleme mit Heroinsüchtigen in Gefängnissen und hat sich dann unterm Strich gefragt, wie können wir dem Thema Drogenkonsum insgesamt Herr werden. Und da ist das Thema Cannabiskonsum nur ein Beispiel. Man wurde oder war quasi der nicht mehr Herr seiner Dinge und hat dann dieses Gesetz, nämlich eine Kommission, vor der alle erscheinen müssen, auf den Weg gebracht.
Ich glaube, dass zu einer Strategie selten ein Entweder-Oder gehört, sondern häufig eine Frage, wie man ein Zusammenspiel schafft. Wenn es um Angebot und Nachfrage geht, dann geht es auch gleichermaßen um Prävention und Repression. Also die Frage, wie ich auf der einen Seite am Angebot anfange, und das ist eher eine Frage der Repression, und wie ich auf der anderen Seite an der Nachfrage arbeite, das ist das Themenfeld der Prävention. Und ich mache auch nicht fest den Erfolg der polizeilichen Arbeit an den Sicherstellungsmengen. Das ist natürlich immer ein interessantes und herausragendes Ereignis, wenn wir eine große Sicherstellungsmenge haben. Aber da gebe ich Ihnen völlig recht. Das ist vielleicht ärgerlich für den, der dann seine Droge verliert, weil er nur noch einen Einkommensverlust hat. Aber es löst das Problem nicht unmittelbar. Es geht ja um mehr bei der Repression. Es geht ja auch um die Strafverfolgung. Es geht ja auch darum, die Strukturen insgesamt zu schwächen, ihnen die Arbeit schwer zu machen, um letztendlich dafür zu sorgen, dass das Angebot an Drogen, zumindest an denen, die illegal sind, so begrenzt wie möglich ist. Das ist die Strategie, und da ist die Höhe der Sicherstellung nur ein Indikator. Wir nehmen eher andere ins Auge, und das ist zum Beispiel auch die Frage, wie entwickeln sich die Erstkonsumenten. Das ist für uns eine viel interessantere Kennzahl, wenn Sie so wollen, die uns mehr darüber sagt, wie sich das Ganze entwickelt. Aber natürlich machen wir Sicherstellung, das ist ja klar. Wir wollen das ja auch vom Markt nehmen. Aber wir machen unseren Erfolg nicht nur daran fest. Aber ich meine, das hört sich so an, als ob Sie selber sagen, dass das alles ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, diese Sicherstellung. Nein. Also die Sicherstellung gehört natürlich zum Verfahren. Aber das Verfahren hat nicht das Ziel, eine Sicherstellung zu machen, sondern das Verfahren hat zum Ziel, die Strafverfolgung zu sichern. Und dazu gehört eine Sicherstellung. Aber wenn wir ein langfristiges Umfangsverfahren führen gegen organisierte Kriminalität, dann machen wir irgendwann einen Aufschlag und dabei auch Sicherstellung. Aber das Ziel ist natürlich, die Strafverfolgung sicherzustellen der Beschuldigten, die wir dort sicherstellen. Das ist das Hauptziel. Und die Sicherstellung ist aber ein Mittel zum Zweck. Und das Ziel ist auch, die Verbraucherinnen und Verbraucher im Land zu schützen. Herr Jung nochmal. Herr Münch, die Vorratsdatenspeicherung soll jetzt wiederkommen. Wie kann dieses Tool Ihnen in Ihrer Arbeit gegen die Drogen helfen? Und Frau Mordler, wie bewerten Sie den Drogenkonsum im Bundestag oder Ihrer Bundestagsabgeordneten? Die Vorratsdatenspeicherung wird uns ja vor allem, was das Thema IP-Adresse angeht, einen deutlichen Schritt nach vorn bringen. Das betrifft weniger den Drogenbereich, mehr andere Kriminalitätsfelder. Das ist das flüchtigste Datum, was wir momentan haben. Das heißt, eine IP-Adresse, die können Sie nur maximal innerhalb von Tagen noch nachvollziehen. Und das wird sich jetzt, wenn diese Regelung kommt, mit 10 Wochen ganz anders darstellen. Das Zweite ist die Frage, was bringt es uns weiter, wenn wir rückblickend Daten haben, Verbindungsdaten haben von Tätern. Da sage ich mal, ist das nicht so sehr die Domäne in der Drogenkriminalität, wo wir letztendlich über die Telekommunikationsüberwachung viel unterwegs sind. Das heißt, dann auch Kommunikation dauerhaft überwachen und nicht so sehr retrograd schauen, was hat ein Tatverdächtiger, den wir jetzt ad hoc feststellen, in den letzten 10 Wochen gemacht. Also zusammenfassend würde ich sagen, für die Drogenbekämpfung halte ich die Effekte für überschaubar, so würde ich es mal ausdrücken. Das zielt eher auf andere Bereiche wie die Terrorismusbekämpfung, wie die Bekämpfung von Serientaten, wo Sie auch Standorttaten brauchen etc. Im Bereich der Bekämpfung von organisierter Kriminalität ist die kontinuierliche Kommunikationsüberwachung das Instrument, was eher eingesetzt wird. Und da brauchen wir keine retrograden Daten. Zum Drogenkonsum, zum möglichen Drogenkonsum meiner Kolleginnen und Kollegen. Erstens, wir sind ein Spiegelbild unserer Gesellschaft einerseits. Andererseits sind wir auch Vorbild. Mir ist kein weiterer Fall bekannt als der, der uns allen bekannt ist, im Zusammenhang mit dem Konsum von Crystal Meth. Ich bin aber, wenn ich darauf angesprochen werde, jederzeit offen und bereit, dem oder der Kollegin zu helfen, wenn sie meine Hilfe will und braucht. Zusatz?
Herr Münch, Sie sagten gerade, bei der VDS haben Drogen eine untergeordnete Rolle. Wenn ich mir die Statistik von 2009 der Telekommunikationsüberwachung angucke, dann hat der Drogenhandel die allermeisten, glaube ich, 80% der Abfragen und der Nutzung in diesem Feld der VDS gehabt. Planen Sie da jetzt eine Änderung oder wie kann ich das verstehen? Weil in der Vergangenheit war das genaue Gegenteil der Fall. Nee, das ist nicht richtig. Sie verwechseln gerade Telekommunikationsüberwachung, also das dauerhafte Überwachen eines Anschlusses, mit der retrograden Feststellung von Verbindungsdaten. Ja? Ich sage ja, das wesentliche Instrument bei der Bekämpfung von organisierter Kriminalität ist die Überwachung der Kommunikation. Das gilt auch für die Drogenbekämpfung. Und da haben Sie völlig recht mit Ihrer Statistik. Wenn wir über Vorratsdaten reden, dann reden wir über die Verbindungsdaten eines Anschlusses in den letzten Wochen und nicht über die kontinuierliche Überwachung eines Anschlusses. So, und das ist zum Beispiel, wir haben einen Terroristen festgestellt, den wir vorher nicht auf dem Schirm hatten und wollen wissen, welche Verbindung hat denn dieser Mensch eigentlich. Und dann ist es zum Beispiel sehr entscheidend, zurückverfolgen zu können, mit wem kommuniziert dieser Verdächtige, wenn Sie vorher eine solche Überwachung nicht haben machen können. Das ist ein Fall. Ein anderer Fall ist, Sie haben einen Betrug im Internet und wollen wissen, wer steckt hinter einer IP-Adresse. Ja, das sind die wesentlichen Fälle. Und die meisten Fälle, in denen wir von den Vorratsdaten Gebrauch gemacht haben, als sie noch gab, das war vor allem die Feststellung der IP-Adresse. Und im zweiten war es dann die rückblickende Betrachtung von Verbindungsdaten von gerade Mobiltelefonie. Das sind aber andere Fälle als das, was Sie meinen. Da geht es um die kontinuierliche Überwachung von Kommunikation. Es könnte doch nützlich sein, wenn Sie da jemanden erwischen, der gerade 100 Kilo irgendwie eingeschmuggelt hat, mit wem der in den letzten 10 Wochen kommuniziert hat. Das wird Sie doch dann interessieren. Ja, in der Regel erwischen wir aber den wir schon kennen, weil wir nämlich das Ganze auch überwacht haben. Es ist ja eine kontinuierliche Überwachung, die über einen längeren Zeitraum läuft. Sie müssen sich nicht so vorstellen, dass wir irgendwie Zufallsfunde irgendwo darauf setzen und einfach mal irgendjemand kontrollieren, sondern das sind ja Strukturermittlungen, die wir da führen über einen längeren Zeitraum. Wenn das so wäre, wenn es so einen Fall gäbe, dann gebe ich Ihnen recht, dann würde es uns natürlich interessieren. Aber das ist nicht die Domäne in der Bekämpfung von organisierter Kriminalität im Drogenbereich, sondern hier geht es um längerfristig angelegte Ermittlungen. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann sage ich herzlichen Dank für diesen Vormittag. Dankeschön. Dankeschön. Danke.